Hallo, meine sehr geehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück zu Mist Survival. Ich hoffe, es leckt jetzt gerade nicht so doll, wie es den Anschein macht. Da knackt was mit den Zähnen. Oder hier, hallo. Na, hallo. Warte mal, kann ich den... Ne, kann ich nicht. Oh, warte, so kann ich drüber? Aber ich erwische ihn nicht. Ich kann ihn nicht erwischen. Oh ne, warte mal. Warum liegt denn hier Holz? Oh nein. Oh nein. Oh ne, haben wir die... Nein! Aha! Warte, ich komm retten! Oh! Nein! Nein! Fuck! Quit Game, direkt neu starten, was soll denn das? Was geht denn hier ab, ey? Warum macht die Olle mitten in der Nacht die Tür auf? Warum liegt da überall Holz? Was ist passiert? Ey, ich raste aus. Was ist passiert? Ich weiß, dass ich nach der letzten Aufnahme, was ja, glaube ich, die eine Stunde Folge war, ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher, kann aber gut sein, habe ich noch kurz 2-3 Minuten ein bisschen was geguckt. Okay. Habe ich noch kurz was geguckt? Das weiß ich. Nein, du gehst da nicht raus. Nein! Oh, um Gottes Willen. Aha! So, es ist okay. Wir legen uns hin. Was haben wir? Wir haben 12 Uhr. Ist das ekelhaft. Okay, wir haben wieder eine Nacht überstanden. Oh, Gottes Willen. Also, die Mädels scheinen nicht sterben zu können. Oh, Salz. So, jetzt muss ich mir das Debakel hier draußen erstmal angucken gehen. Was ist denn hier bitte schön passiert? Nein, mein Schrank! Oh, warte, da war Salz. Mein Schrank, ey, was soll denn der Müll? Warum liegen hier 100.000 Zombies? Was ist denn hier passiert? Also, wir müssen unbedingt so schnell wie nur irgendwie möglich diesen Zaun fertig kriegen. Toll. Es macht alles Riesenspaß gerade. Oh! Wir müssen unbedingt diesen Zaun fertig kriegen. Wie weit sind wir mit dem Zaun? Ich glaube noch hier nach vorne, oder? Oh, es ist noch so viel. Also, das muss jetzt echt vorwärts gehen. Wir brauchen... Oh, Salz. Also, wir haben jede Menge Metal Scrap. Ah, das ist schlecht, weil wir brauchen Components. Kacke. Wir brauchen Components und Äste und... Was haben wir hier? Zurzeit keine Blätter. Ich brauche keine Blätter mehr. Ich habe genug Blätter. Ich kann einen ganzen Wald bauen mit Blättern, wenn ich will. Gut, das heißt, bevor wir jetzt hier noch stundenlang rumrennen und wieder nichts zustande bringen und nichts tun, werden wir erstmal schnell gucken. Also wir brauchen auf jeden Fall... Stand hier nicht auch noch ein Schrank? Die haben alle meine Schränke kaputt gemacht. Die haben alles kaputt gemacht. Hier haben wir jede Menge Components. hier hatte ich noch eine leere Kiste. Wir füllen da mal schnell sämtlichen Metal Scrap rein. Weil jetzt müssen wir diesen Zaun endlich fertig kriegen. Wir müssen das draußen safe machen. Es muss zu sein. Damit diese Typen hier nicht mehr einfach reinrennen können und alles zerstören können. Was habe ich noch bei mir? Jede Menge Holz. Dass man aus dem Holz nicht Äste craften kann, ist ein bisschen... Naja, Wir haben Durst, wir trinken bis genug. Hunger hält sich in Grenzen, aber wir brauchen mehr Platz für Äste. Wo habe ich denn...
Aha, Holz kann ich, habe ich wahrscheinlich hier nirgendwo abgelegt. Hier zu den Steinen und der Säge legen wir noch ein bisschen Holz. Auch Bretter und so legen wir hier rein. So, 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 und so. Einen Moment, schnell Hustattacke. Weil, wie man es an meiner Stimme immer noch so anhört, bin ich immer noch nicht ganz gesund. So, jetzt packen wir den Müll hier einfach rein. Fertig. Ich hab keinen Bock mehr. Wie bist du hier reingekommen? Oh, danke schön. Danke. War schön mit dir. Ja. Rachel benimmt sich wieder sehr merkwürdig. Was wollte ich jetzt eigentlich hier? Das ist aber alles hier drüben. Warte mal kurz. Ich glaube hier... Nein, da war das... Nein, das war hier. Ja, hier. So, damit wir uns dann auch die Strahler bauen können, die wir brauchen. Hier draußen... Hier oben habe ich auch noch jede Menge Platz. Quark, Federn... Also wir haben hier schon mal ein paar Stöcke. Das würde wieder für ein paar Zäune mehr reichen. Nägel brauche ich alles nicht. Ist alles in Ordnung. Was haben wir hier drin? Nichts. Das ist dann unser Reisetäschchen. So, das hier rein. Das kommt eigentlich unten rein. Hier kommen noch die Blätter rein. Seht ihr, ich kann den ganzen Wald an den Blättern bauen. Lass mich mal durch hier. Hör auf! Lass das! Das sieht... Nein, du sollst nicht wie eine Katze hier. Danke. So, Salz war hier. Salz haben wir auch jede Menge. Blockiert dich der Typ? Ich komme nicht raus. Rachel! Komm, geh mal weg da. Danke. Oh, Huch. Einmal Boden aufwischen mit unflätigem Zombie. So, also, wir müssen jetzt unbedingt das... Oh, wo kommt denn der her? Ich weiß es nicht, wo all die Speere hierher kommen. Ich glaube, wir fangen jetzt an, hier Bäume einfach umzunieten und niederzumähen. Wenn ich eine Axt... Ich habe eine Axt dabei. Mhm. Gut, dann gib es. Und ich brauche ganz viele Äste, bitte. Zwei. Ich hoffe, dass er noch mehr. Drei. Vier. Fünf. Ja. Weiter. Gib mir mehr. Gib mir mehr. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das waren leider alle. So, ich lasse das aber jetzt... Ich lasse das andere Holz jetzt erstmal alles da liegen. Das können wir dann immer noch nutzen, wenn wir ein zusätzliches Haus bauen möchten. Hm? Weil das haben wir auch noch vor. Und ich werde erst aufgeben, wenn wir den Zombie-Fürsten in der Höhle niedergemäht haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dankeschön. Jetzt haben wir hier ein Blatt. Wer will das schon? Oh, hier, den machen wir auch kaputt. Weil den wollen wir, den werden wir auf jeden Fall auch versuchen niederzumähen. Oder will ich versuchen, aber dafür müssen wir dann erstmal ein bisschen Munition craften. Ich weiß, ich könnte jetzt auch mit dem Sperrbug dahin gehen und gucken, dass ich den so irgendwie kriege, aber... Na. Lieber gerade nicht... Ich habe mir aber auch noch nicht überlegt, wie wir das anstellen könnten oder würden. Aber da finden wir auf jeden Fall was. Eins, zwei, drei, vier. Wow. Der Speer steckt in der Luft. Das ist wunderschön. Das sind tausende von Speeren. Ich glaube, die sind alle von mir. Glaube ich. Es dauert zwar Ewigkeiten und 3 Jahre, bis ich so...
genug Äste zusammen habe. Aber es ist immer noch besser, als wenn ich jetzt wieder überall hinrenne und versuche, Äste zu sammeln und Components zu sammeln. Weil wenn ich das tue, dann bin ich wieder sowas von abgelenkt und dann brauche ich wieder und dann... Na. Echt jetzt. Echt jetzt. Was haben wir? Wir haben ein bisschen Hunger. Dann isst das bitte. Gib ein bisschen Stamina zurück. Okay. Weiter geht's. Toll, ein Schlag. Einen Schlag. Es ist wunderbar. Einen Schlag. Eins. Zwei. Drei. Es werden immer weniger Äste. Das ist eine verdammte Sauerei. Und es sieht genial aus hier. Huch. Ich bin durchgesprungen. Ist ja mal der Wahnsinn. So. Ich bin von den Speeren abgelenkt. Ich denke, überall liegt ein Ast, dabei ist es ein Speer. Aha, schön. Ich bin ja auch selber schuld. Weiter geht's. Was ist jetzt los? Ah. Es wurde auf einmal stockfinster hier. Oh, bin ich jetzt erschreckt. Boah, bin ich jetzt zusammengefahren, ey. Was zum... Okay, kein Ding. Wir machen weiter. Wir lassen uns nicht aufhalten. So. Waren es nur noch zwei, drei? Viel war das ja nicht mehr. Aber es gibt zumindest ein paar Äste, die wir so sammeln können. Es dauert zwar Ewigkeiten, aber wir tun das jetzt trotzdem. Wow, der Baum brauchte einen Schlag. Wie kommt denn der jetzt hierher? So, komm, hau drauf, danach trinken wir schnell was. Ich brauche Äste. Spiel. Äste. Jede Menge. Wihihi. Äste. So. Einmal, zweimal, dreimal. Waren da noch mehr? Nein, natürlich nicht. Muss aber meine Umgebung auch ein bisschen im Auge behalten. Vor allem sollte ich aufhören, hier überall rumzurennen. Einfach sinnlos rumzurennen. Halt, wir trinken erstmal schnell was. Trinken bis genug, dann futtern wir noch was. Essen bis genug. So, ich habe wieder 16 plus 7. 23 Äste gesammelt. Es geht voran. Ich wünschte mir nur einmal am Baum schlagen zu können und schon würden 10 Äste runterfallen. Muss das zweite Mal drankommen, nochmal 10. Und dann nochmal 10. Und dann nochmal 10. Dann wären wir hier im 0,x fertig. So. Hauen wir den noch schnell weg. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. So, warte mal. Ich werde jetzt mal schnell was tun, was ich sonst eigentlich nicht tun wollte. Wir werden uns jetzt hier 70 solche, 55 solche, 20 solche und ganz viele Stöcke. Aber die Stöcke werden wir nicht verwenden. Ja, ist ja geil. Nee, also hier rein passt das nicht. Da müssen wir mit dem Auto auch noch durch können. So was, wir bauen das hier hin. So, gegenüber. Voilà, ich darf es jetzt einfach noch nicht bauen, weil ich die Stöcke noch bei mir trage. Aber das machen wir dann hier.
Ich glaube, das wäre cool. Können wir hier noch was Kleines bauen? Aber ist cool, dass das hier in die Vogelperspektive geht. Warte mal, nochmal. Das habe ich jetzt genommen, das habe ich jetzt genommen. Wenn wir das hier auch noch nehmen würden. Alter Finne. Kann ich... Oh, ich merke... Oh, sieht das cool aus. Alter, echt jetzt? Ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich die Axt hier noch sehe. So, und das würde dann so hier hinkommen. Huch. Na, Mädels, schön, hä? Habe ich für euch ein paar Häuser hingepflanzt. Müsst ihr nur noch fertig bauen. Warte mal, kann ich das in Auftrag geben? Nee, kann ich nicht. Ich kann es leider nicht in Auftrag geben. Das wäre natürlich richtig nice gewesen. Wir sagen, komm, mach, nimm mal alle Loks hier und dann give it. Warte mal, da ist ein Ast. Den habe ich von Weitem gerochen. Ich bin so richtig gut drin in dem Spiel. Ja! So. Also gut, weiter geht's. Oh, warte mal. So, jetzt heißt halt einfach Bäume fällen, bis wir hier... Hm? Ein Ast sehe ich bisher. Einen mickrigen... Oh, zwei mickrige kleine Äste. Toll. So, weil da können wir dann alle Loks, die hier schon mal rumliegen, direkt verwenden und in die Häuser stecken. Dann bringt ja nichts, wenn das Zeug hier alles rumliegt. Dann können wir dann alles aufsammeln. Aber erst muss der Zaun fertig werden. Und ich muss den Zaun jetzt in dieser oder in der nächsten Folge endlich fertig kriegen. Es geht nicht mehr anders. Wir müssen endlich zumachen können. Es ist mir zu heikel. Rachel und Kate machen in der Nacht immer wieder die Türen auf. Die Untoten gehen an meine Schränke. Nee, das geht so nicht. So, jetzt gehen wir noch mal schnell gucken, wie viel wir jetzt damit erreichen können. Ich bezweifle mal ziemlich stark, dass es für alle reicht. Aber ohne Moos nichts los. Das heißt, wir versuchen das jetzt einfach mal und bauen da hinten weiter. Wir bauen jetzt einfach da hinten weiter. Ich hätte nie gedacht, dass ich so lange brauche, um einen Zaun zu bauen. Warte, hier war das. Geht das jetzt? Ne, jetzt ist wieder finster. Eine Stunde. Kraftlos. Oh, jetzt sehe ich nicht, wenn es neblig wird. Okay, keine Ahnung, was das jetzt war, aber okay. So, dann bauen. Ich könnte jetzt hier derweilen so ein bisschen, ja, komm, machen wir den hier. Oh, bin ich selber erschrocken. Aha. Ups, Entschuldigung. Die war ein bisschen laut. Da war es ein bisschen laut eingestellt. Oh, Entschuldigung. Ja, bin ich gerade. Components. Hey, Rachel. Schön, bist du mal nicht in einem Tisch oder so. Es wird aber gerade nicht nebelig da draußen, oder? Was habe ich denn hier? Da habe ich auch nichts. So, hier haben wir sämtliche Components drin. Loot all. So, das sollte doch für ein, zwei Components reichen. Ich meine, Zäune. So, weil dann können wir endlich mal gucken wegen dem richtigen... Ah! Spinnst du, Kate? Boah, bin ich jetzt erschrocken. Ihi! Hat sie schon wieder gemacht. So. Wir kommen jetzt richtig voran hier. Zack, zack, pum, pum.
Ist schon 13 Uhr. Wir hatten noch nicht einmal Nebel heute. Jetzt taucht der Nebel auf. Oh, shit. Oh, ist das gerade neblig geworden. Tschö. Tor ist auf, das heißt, sie können noch rein. Mann, wie viele Knebel habe ich jetzt noch? 16, 7, das sind 16. Das sind auch 16, oder? Ja. 32, 32, 32 durch 4. Oh, Mathematik, ich, Nebel, Mathematik, jetzt geht's los. Acht, das reicht mir noch für 8 Zäune. Wenn ich richtig gerechnet habe, natürlich. Stellt sich jemand hier. Hear something, yeah, of course. Die gehen immer noch draußen rum, als wäre nix. Also lass mich in Ruhe. Eine Stunde schlafen. Sind immer noch da, wir schlafen noch mal eine Stunde. Nebel, verzieh dich. Nebel ist immer noch da. Jetzt scheint der Nebel weg zu sein. Nebel ist weg. Ja, wie bist denn du da reinkommen, du? Immer diese unflätigen Zombies, die sich irgendwo reintrauen, wo sie nicht hingehören. Jetzt mal gucken, nicht, dass ich dann überrascht werde. Beim abendlichen Abendschmaus von einem Untoten. Ah, Kate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, es reicht auf jeden Fall hier noch für dieses Eck. Danach müssen wir noch nach vorne bauen. Dafür brauchen wir dann wieder Äste. Ich bin dehydrierend gerade. Ist mir gerade aber egal, weil ich will jetzt hier dieses Ding fertig bauen. So, jetzt trinken wir erstmal schnell was. Trinken bis genug. So, es ist zwar schon hart dunkel geworden, aber es ist gerade erstmal 18 Uhr. Also, ich brauche einmal Gatter, bitte. Nee, bitte in die andere Richtung. So, jetzt letztes Mal hatten wir das Problem mit dem Ausrichten. Ich glaube, so ist nicht übel, oder? Das machen wir so. Das ist völlig in Ordnung. Wie wäre es mit Bauen? Nicht draufhauen. Ich glaube, das sollte knapp am Carport vorbeipassen. Oh, jetzt ist es wieder Nacht. Das heißt, wir gehen wieder schlafen. Morgen geht dann dasselbe Spiel nochmal von vorne los. Die Folge ist schon beinahe wieder um. Zehn Stunden. Nein, acht Stunden. Wir schlafen 8 Stunden, wir konnten nicht durchschlafen. 5 Stunden. Dieses wilde Zähnegeklapper, es geht mir so auf den Senkel. So auf den Senkel, sage ich euch. So, wie sieht's denn jetzt aus hier? Alles noch beim Alten. Wir müssen erstmal gucken hier. Wir essen erstmal das hier. Wir haben es runtergeworfen, das ist auch völlig okay. Jetzt, wie wäre es mit Essen? Danke. Ah! Kriege ich mittelschwere Schreikrämpfe? Essen. So, das füllt uns wieder richtig gut auf. Erstmal Frühstück. Schließlich die wichtigste Mahlzeit im Tag. Am Tag. Am Vormittag. Der hat auch nichts dabei. Der hat nichts dabei. Brauche ich dafür Komponenten? Nein, aber Nägel
Stöcke und Holz. Okay. Ich hole mal schnell einen Hammer. Dann sammeln wir mal schnell all das Holz zusammen. Hammer war nicht hier. Hammer war nicht hier. Hammer war nicht hier. Hammer. Hammer? Hammer? Nein. Hammer? Nein. Hammer. Hammer. Ist ja der Hammer, der Hammer. So, kommen wir nehmen erstmal den mit. Ah, warte mal, man da unten. So, und dann nehmen wir den auch noch gleich. Na, wir nehmen den auch noch. So gibt es wieder ein bisschen Platz in den Schränken. So, dann nehmen wir mal eben schnell die hier. Du sollst... Du sollst gerne dieses Holz mitnehmen. Okay, an das Holz kommen wir wahrscheinlich nicht ran. Nein. Das auch nicht. Ah, doch, warte. Hahaha. Und hier? Nee, also an das Holz komme ich hier definitiv nicht mehr ran. Tja, schade, hä? Sind mal zwei so Loks ein bisschen. Ja, ist verlockend. Oh Gott. Es wird schon wieder nebelig. So, alles Holz einsammeln hier. Zack, zack. Verbauen wir das noch schnell? Ich kann immer noch C-Cancel, 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 C-Cancel. Es dauert 93 Stunden, dieses Ding zu bauen. Aber der Nebel scheint sich in Grenzen zu halten, dafür, dass die Zeit gerade etwas schneller läuft. Und wir sind durstig. Wir sind hart am Dehydrieren. Oh, wir sind echt hart am Dehydrieren. Das war... Wir haben jetzt beinahe einen ganzen Tag gebaut. Oder müssen wir echt gucken, dass wir unsere, unsere Stamina und alles im Griff behalten können. Juhu, da liegen einfach so lose Äste herum. Danke! Mit Nebel ist heute aber auch ein bisschen merkwürdig. Es scheint Nebel zu haben, obwohl es Nebel nicht haben tut. Ist auf jeden Fall sehr merkwürdig. Okay, nächster Baum wird gefällt. Haha. Einmal so, schwupps. Zwei, drei. Ich glaube, vier Äste sind jetzt runtergefallen. Ich hoffe, vier. Oh ja, das war richtig ergiebig, der Baum. Ein richtig ergiebiger Baum. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Machen wir hier direkt weiter. Aha. Es tut mir leid, die Folge ist eigentlich total öde und langweilig. Hups, 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 hups. Aber es gehört halt einfach dazu zum Spiel. Und wir haben den Zaun ja schon bald geschafft. Genau. Wir haben schon bald geschafft. Bumm. So. Das ist dann alles einzusammeln und hier die restlichen Sachen zu bauen, das wird auch noch anstrengend. Ich habe mir gerade überlegt, wenn ich jetzt hier noch einen kleinen Zaun drum ziehen würde, nicht gleich losbrüllen, ja, ich habe gesagt, kleinen Zaun ziehen. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ey, lass uns einen kleinen Zaun ziehen. wird er nicht direkt in der nächsten Folge oder so sein. Wir bauen jetzt erstmal den großen Zaun fertig, danach gehen wir ein bisschen wieder auf Loot-Tour, weil wir brauchen dann wieder Components und allen möglichen Schnickschnack. Also wir werden die Häuser und den Zaun da nicht direkt jetzt bauen. Wir bauen jetzt erstmal unseren Zaun fertig, ums ganze Haus. Danach vielleicht eine, zwei Leuchten ums Haus. Damit wir das ein bisschen hier... Und ganz viel Benzin müssen wir auch haben. Zwei, drei, vier, fünf.
6, 7, 8, 9. Der Baum war gut. Du warst ein guter kleiner Baumstumpf. Nebel ist heute echt merkwürdig. Ich habe nichts mehr dabei, um meine Stamina hochzukriegen. 3, 2, 1. Wusste ich doch. 16 plus 9. Oh, wir haben schon 25 Äste wieder. Es wird gut, das wird gut, das wird gut, das wird gut. Sammelt die mal schnell. 1, 2, 9. Wer will schon Hartstick? 3, 4. Noch ein Bier. 5, 6. Alte Hex. Ich erschrecke mich jedes Mal, weil es so halb nebelig und halb nicht nebelig ist. Mal schauen, fällt den Baum. Dankeschön. So, jetzt gehen wir mal schnell ganz gemächlich und gemütlich durch den Wald durch, um Auto da vorne hin. Ich möchte mal gucken, was da drin. Vielleicht. Betonung auf leicht. Viel leicht. Ist ja da was drin gespawnt, was wir nutzen können? Ja, ganz viel gar nichts. Hallo. Jetzt spinn ich doch total hier, ja. Die Folge ist auch schon lange wieder vorbei und ich blabber immer noch weiter und weiter und weiter. Es gibt für mich bei Mist Survival einfach kein Ende. Kein Ende in Sicht. Dann würde ich sagen, ich gehe mal eben noch schnell zum Auto da vorne, derweil tue ich mich doch schon mal verabschieden tun. Ich danke, bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich fürs Dabeisein. Hoffe, ihr hattet trotzdem wieder ein bisschen Spaß. Keine Panik, die Folgen werden auch wieder ein bisschen actiongeladener. Das verspreche ich euch hoffentlich. Aber jetzt müssen wir halt erstmal gucken, dass wir den verfluchten, miesen, dreckigen, elendigen kleinen Zaun endlich fertig kriegen. Oh, es ist so anstrengend. Gut, dann haut's rein. Cheerio. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut. Bis Danny. Tschüss. Und ciao.